Das zum Beispiel sind dann die Kombos, die einem hier ermöglicht werden. Die sind sehr geil. Und das wollte ich vorhin bei dem Renko machen. Aber... der Renko hat mich ja nicht gelassen. Okay, weiter geht's. Und da hinten ist noch einer. Da will ich raufkommen. Oh, du Sack. Gut, dankeschön. Oh Mann. Okay, jetzt kann ich ihn erledigen. Wunderbar. Und tschüss. Und weg. Wunderbar. Ich bin ganz kurz gemutet. So. Da bin ich auch schon wieder mit meiner Stimme. So, räumt euch mal gegenseitig weg. Ich mag die für Luciana nicht mit ihren Machtschilden. Also ich glaube, wenn wir hier durch sind, fürs Erste durch sind. Ah, da war ja die Blitzgranate wieder. Und zack. Stirb. Da hinten sehe ich doch noch eine Sphäre. Und wir haben einen Levelanstieg. Ich glaube, wir können uns jetzt die ultimativ starken Blitze leisten. Yep. Wunderbar. Aktivierung. Y. Aufladen. Halte Y. Rang 3. Der Machtblitz und der geladene Machtblitz greifen auf mehrere Gegner über. Das ist jetzt richtig krass. Der macht jetzt richtig schön viel Schaden. Ja, ja. Ist schon geil. So, warte mal, jetzt ich zeige das jetzt nochmal. Bonusziel. Was auch immer das Bonusziel war. Gute Frage, ob das hier in Sicht ist. Wir werden es jetzt erfahren. Castamparatus ist tot, falls es dir nicht aufgefallen ist. Text. Begib dich zur Ahnenschlucht. Oh nein, die Ahnenschlucht, die ist böse. Vedas Attentäter. Jo. Willkommen in der Ahnenschlucht. Hallo! Seit Urzeiten ein Ort der Opferung. Bereit dem Schicksal zu begegnen,
Du befindest dich in einer Machtparade. Genau, das geht nicht nur mit Schwertern, sondern auch mit Kräften. Drücke Y, wenn die Nadel die rote Zone erreicht. Ja, das ist ein bisschen schwerer. Und das müssen wir halt öfter schaffen als die. Oh. Fucking. Was zur Hölle machst du da? Ergib dich, Attentäter. Willst du so deine Gabe einsetzen? Ja, will ich. Das macht Spaß. Shakti, nimm Schaden. Wir sind zu stark für dich, Kind. Ich glaube nicht. So, Shakti, mal. Weshalb bist du hier, Sith? Warum ich hier bin? Das solltest du vielleicht sogar wissen. Gut, dann kommen wir wieder hoch. So, jetzt geht's erst los. Na toll. Ich hasse die Kämpfe hier. Nur für Leute, die es nicht wissen, wir befinden uns hier bei einem Sarlacc. Und das ist gar nicht geil. Die dunkle Seite wird dir an diesem Ort nicht helfen, Kind. Das werdet ihr bald erfahren. Deswegen, weil Sarlacc übel böse ist. Shakti kann das Sarlacc kontrollieren. Das ist gar nicht geil. Wir sind so ein popliger Sith. Oh, sie macht wieder Scheiße. Fuck, ich wurde getroffen. Oh Mann, ey, ich hasse das, wenn das Sarlacc so abgeht. Also. Ach ja, übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Wir spielen natürlich auch die Bonusmissionen, die in dieser Version enthalten sind, ne? Die kommen nach der Hauptstory. Die unterscheiden sich ein bisschen vom Hauptspiel, denn wir haben von Anfang an alle Upgrades und so. Könnte jetzt langweilig klingen, aber wir werden es auf Sith Meister spielen. Weil eigentlich ist das so mein Schwierigkeitsgrad. Und ich glaube, das ist dann... Verlasse diesen Ort. Sind eh nicht so lang. Demnach könnte man das machen. Ja. Ach, ihr seid doch alle böse. Geht mal alle weg. Die hat einen ganz schön starken Schlag. Aha. Au. Das Sarlacc ist böse, es mag mich nicht. Es ist voll kein ausgeglichener Kampf. Ich will doch nur rüber zu Shakti, ihr. Meine Freunde werden deiner Zerstörungslust ein Ende bereiten. Du hast keine Freunde. Wie alles rumwabert. Okay, wunderbar. Jetzt geht's los. Komm, Shakti, ich krieg dich. Es ist noch nicht vorbei. Ja, sie kontrolliert das Sarlacc.
Das ist gar nicht geil. Vorbei. Du bist Vaders Sklave. Du verschwendest deine Kraft an ihm. Du könntest so viel mehr sein. Ihr überzeugt mich nicht, meinen Meister zu verraten. Armer Junge. Sith verraten sich immer gegenseitig. Aber das wirst du bald erfahren. Was haben wir denn? Bonusziele. Ja, alle Holocrons haben wir wieder nicht, aber naja, egal. Machtpunkte. Mehr als gewöhnlich. Durch das ganze Zeug, das ist gut. Alle vier Rancors. Natürlich Shakti auch vernichtet. Über, ach du Schande, 144 felucianische Krieger haben wir platt gemacht. Ach, die anderen halten sich in geringem Maße. Gesattelter Rancor, Rancor. Belohnung. Blablabla, blablabla, blablabla. Wir haben eine Machtkraft freigeschaltet, ein Lichtschwertkristall. Oh, nice. Meine Mission ist erfüllt, Meister. Dann bist du bereit, dich mit mir dem Imperator zu widersetzen. Komm auf mein Schiff. Endlich werden wir die Galaxis beherrschen. Es scheint, Sie werden bald Ihre primäre Programmierung erfüllen, Master. Ja. Endlich. Die Flotte des Imperators ist angekommen. Ihr habt den Imperator hergelockt. Wann geht es los? Ich habe ihn nicht gerufen. Seine Spione haben dich verfolgt. Womit kann ich euch zu Diensten sein, mein Gebieter? Ihr vergesst wohl euren Platz, Lord Vader. Diesen Jungen als Schüler zu nehmen, kommt einem Verrat gleich. Also vernichtet ihn. Oder ich zerstöre euch beide. Meister! Wir besiegen ihn zusammen! Tut es jetzt, Lord Vader. Streckt ihn nieder und beweist damit eure Loyalität. Ha ha ha!